Was ist sein oder ihr Geheimnis dir gegenüber? Dein Herzensmensch, dein Wunschpartner, der Mensch, der dir sehr am Herzen liegt, in deinem Herzen ist. Was beschäftigt ihn? Was verheimlicht er dir? Warum sind vielleicht verschiedene Aktionen, Reaktionen von ihm, wo du denkst, irgendwas stimmt doch da nicht? Ne? Irgendwas ist da, was er oder sie mir nicht sagt. Und da schauen wir jetzt rein, was es ist. Ein ganz herzlich liebes Hallo, ihr Lieben, und für euch alle ganz lieb und fest umarmt. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und auch jeder, der neu hier mit dazu gekommen ist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und alle anderen, ich danke euch von Herzen für eure Treue, für eure Herzlichkeit in den Kommentaren. Es ist so wunderschön. Und bitte, es tut mir so unendlich leid, wenn ich manchmal jetzt ein bisschen aktuell wieder so Zeitverzögerung habe, mit den WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte schickt mir eine WhatsApp oder über Telegram. Per E-Mail weise ich auch immer darauf hin, weil ich gerne alles erkläre über Sprachnachricht. Ne? Also E-Mail könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr möchtet, aber da weise ich oder bitte ich euch immer, dass ihr euch bitte über WhatsApp bei mir meldet, um euch genau den Ablauf und alles Mögliche zu erklären, wie das genau von den Möglichkeiten von Readings ist und der genaue Ablauf. Wie gesagt, mache ich das gerne mal per Sprachnachricht. Ich danke euch von ganzem Herzen für euer Vertrauen jeden Tag aufs Neue. Ihr seid wundervoll. Ganz viel Licht und Liebe für euch. So, und jetzt würde ich sagen, let's go. So, genau. Jetzt schauen wir mal, was deinem Gegenüber denn hier auch beschäftigt, beziehungsweise was er dir verheimlicht. Was ist das Geheimnis? Was hat er dir nicht gesagt? Und dann, wie es weitergeht, die Tendenz, der weitere Verlauf. So. Ich finde es interessant. Da zieht sich vielleicht jemand die ganze Zeit immer von dir wieder zurück und weiß nicht so oder so, was soll ich hier genau tun und hin und her. Ja, und im Grunde genommen, was ihn nämlich beschäftigt, was ein Thema, was er auf jeden Fall auch in sich trägt, was er dir verheimlicht, was ein Geheimnis ist. Ist das, dass hier wirklich, dass er mit dir eigentlich die Vollendung sieht? Absolut, die Erfüllung, die Zufriedenheit. Vielleicht kann er nicht aus sich raus, weil er spürt die Herzlichkeit in deine Richtung, dem, was du ihm gibst. Deine Herzlichkeit, deine gute Laune, dieses Wohlfühlen. Er fühlt sich er oder sie fühlt sich wohl bei dir. Übrigens, wir sind Kollektivlegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und da ist aber gerade auch sein Thema, dass er bedauert das. Er bedauert das, weil er dir vielleicht den 10. Kelch nicht geben konnte. Na? Er sieht aber das wirklich alles da. Das Einzige, was zwischen euch fehlt, ist der 10. Kelch und das ist die Beziehung. Dieses Hoffentliche, ne? Dieses, okay. Dieses Beglaubigte, sagen wir es mal so. Und das ist es. Und da ist so dieses, das bedauert er, dass er dir das vielleicht die ganze Zeit nicht geben konnte. Vielleicht hat er dir es auch nicht gesagt, was er wirklich empfindet. Und das ist ein bisschen diese Frustration über sich selbst. Kann ja auch sein, dass hier jemand dann sagt, okay, oh, dann kaufe ich mir halt da mal ein bisschen mehr oder mach das, dieses Ablenken, ne? Ablenken von deinem Gegenüber, ja? Und da ist er hier wirklich komplett dieses Zerrissene bei sich selbst. Zerrissen, diese Sorgen, die Ängste auch, weil das ist, vielleicht hat auch jemand wirklich hier Bindungsangst. Kann diesen 10. Kelch nicht füllen. Die Angst davor, diese Qual. Und macht sich sehr viele Sorgen. Ist in der Verzweiflung drin. Und es ist, hier sage ich, die Seele weint. Weil dein Gegenüber weiß, du bist es. Und vielleicht hat er dir dein Herz gebrochen. Er hat aber hier sehr stark auch den Herzschmerz. Der Herzschmerz, der gezeigt wird von deinem Gegenüber. Da ist so ein innerer Konflikt. Das ist der Konflikt, wie gesagt, hier, der 10. Kelch. Er kann, der hat diesen Schritt oder konnte diesen Schritt nicht gehen, hat sich vielleicht von dir getrennt oder geht immer wieder in den Rückzug. Da geht es einen Schritt vor und dann geht es aber wieder auch 1 bis 10 Schritte wieder zurück. Ne? Kann auch sein. Oder mal 2 vor und 5 zurück. Und weil hier ist wirklich dieser absolute Konflikt. Der innere Konflikt ist ganz, ganz heftig zu sehen bei dem Gegenüber. Hier hat jemand wirklich Liebeskummer. Und da ist ganz deutlich zu sehen die Spaltung zwischen Kopf und Herz bei deinem Gegenüber. Also da ist auch jemand, die Liebe ist sehr, sehr intensiv, aber hier ist jemand komplett dieses Herzleiden. Der Schmerz, der Kummer. Er weiß auch, dass er dir sehr viel Kummer vielleicht auch bereitet hat auf der Herzebene.
Puh. Ich sage immer, es ist doch ganz einfach. Für alles gibt es eine Lösung. Für alles gibt es eine Lösung. Aber irgendwie ist dein Gegenüber so, ziemlich verkopft, ne? Kopf gegen Herz. So. Ja, hier geht es um die Kommunikation. Also dein Gegenüber scheint sich hier vielleicht auch mit jemand ja, darüber unterhalten zu haben. Aber ich sage mal, das ist keine so förderliche Unterhaltung. Keine so förderliche Unterhaltung, weil diese Person hat dann ein Gegenüber, bringt ihn immer in die Unsicherheit, in die Unruhe. Ne, verunsichert ihn. Bringt ihn immer wieder von seiner Linie ab, was die Verbindung betrifft. Und da ist es auch so, er unterhält sich hier mit jemandem oder hört was von jemand anderem, dass hier ein Bekannter oder Familienmitglied oder irgendjemand in der Beziehung ist. Und dann selber da sich auskotzt, sage ich jetzt mal, oh, alles mistig und da und das und das und das. Und dann kommt dein Gegenüber hier wieder immer in die Unsicherheit und ist ja in dieses nervös, dieses, ah, was soll ich denn machen? Irgendwie lässt sich bringen davon. Und dann denkt er immer wieder über die Verbindung zwischen euch beiden nach. So. Aber die Sehnsucht habe ich sehr, sehr deutlich hier. Die Sehnsucht. Er ist so dieses, er möchte das Gleichgewicht. Das ist immer dieses Hin und Her. Und da haben wir deutlich zu sehen, Kopf gegen Herz. Wow. Ja, dein Gegenüber möchte die Veränderung. Und ist auch hier diese Entscheidung. Und das ist auch das, was dein Gegenüber dir nicht sagt. Das ist dieses Geheimnis, weil er dir nicht alles so offenbart. Nicht alles so offenbart hat, was in seinem Herzen wirklich vor sich geht. Dass er eigentlich auch sich immer so gestellt hat, er ist der Große, er bekommt es alles hin, aber im Grunde genommen ist er sehr unsicher im Allgemeinen und ihm fehlt es hier sehr dominant an Stabilität. Das ist sehr dominant bei ihm, dieses Instabile, dass es sehr schnell kippt. Und da ist es immer so, oh Gott, Entscheidung treffen ist für ihn so wie, oh, Schande. Ja, weil so fluffig, wie er vielleicht dir gesagt hat, dass es alles so verläuft in seinem privaten Bereich, wie er da steht, ne? Auch beruflich, so schaut es nämlich gar nicht aus. Ne? Dieses Selbstbewusstsein, was der gegenüber dir vielleicht hier immer wieder gezeigt hat, das sehe ich nicht. Und das ist dieses Geheimnis, was er auch hat. Dieses Geheimnis und da immer wieder dieser Rückzug von deinem Gegenüber, um dir zu zeigen, oder in diesem Fall da, dieses. Er hat Angst, wenn es was Festes wird, dieses Beständige, was er ja will, na, dann würdest du merken, dass da diese Fassade, diese Blase einfach irgendwie auch platzt. Na? Ja, und dann haben wir auch seine Vergangenheitsthemen. Da war er vielleicht nicht ganz offen zu dir und verschließt sich immer wieder, versucht es alles immer wieder in die Länge zu schieben. Dabei weiß er deutlich, klare, deutliche Botschaft, er liebt dich. Und da ist dieses, was er dir nicht sagt, dein Geheimnis, dass er dich mehr liebt, als du dir je gedacht hättest. Und dass er das dir immer nicht gezeigt hat, wie tief, wie intensiv die Liebe in deine Richtung ist, weil die ist sehr stark da. Er sieht bei dir immer wieder dieses Gleichgewicht, die Balance. Du stehst da, du bist so herzlich, deine Herzlichkeit, deine Aufgeschlossenheit, diese Wärme. Und das ist das, wo dein Gegenüber Angst hat, weiß nicht. Du bist für ihn was ganz, ganz, ganz Besonderes, wundervoll. Und er möchte dir alles zurückgeben, was du ihm gibst, aber er hat mit sich selbst ein Problem, weil er nicht weiß, ob er dir das wirklich auch geben kann, weil er sich nämlich kleiner sieht, als er eigentlich wirklich ist. Und er hat sehr starke Verlustängste. Und das ist das Thema. Er hat Angst, wenn er mit dir dieses Feste eingeht oder wieder eingeht, dass er dich dann verliert, für sich selbst wieder zusammenbricht. Er holt sich immer wieder Themen aus seiner Vergangenheit her. Und weil er dir vielleicht das nicht alles geben kann, oder was ich hier auch noch als Thema sehe, dass du vielleicht jemand anderen kennenlernst, dass du dann merkst, hey, der ist ja irgendwie wie ein kleines Kind, ne? Also irgendwie, möchte ich den gar nicht, ne? Dass er dir diese Stärke, das, was er nach außen dir immer gezeigt hat, dieses Selbstbewusstsein, ne? Dass er dir das nicht geben kann. Und da hat er Angst, das Ganze einzugehen, weil er Angst hat, dich auch zu enttäuschen. Dich zu enttäuschen. Das ist ein großes Geheimnis. Finde ich jetzt sehr überraschend, weil so viel Liebe, die hier zu sehen ist, und das ist nicht, dass man sagt, okay, das ist nur so eine Farce von ihm oder so ein Aufflattern oder so. Nein. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Hier ist so viel Gefühl und das ist schon länger. Also ihr kennt euch schon. Und er spürt auch, das ist so was Intensives, was er noch nie erlebt hat. Das ist das Geheimnis, was er hat. Er offenbart sich dir seiner Gefühle nicht wirklich. Das ist das große Thema. Dabei ist die Liebe so intensiv. Also da ist er so dieses, es bringt ihn auch richtig eigentlich so in diese Verzweiflung rein, weil er immer wieder in diesem Konflikt ist. Er will, die Gedanken sind bei dir. Na? Er weiß, du hast eigentlich immer hier die perfekte Lösung. Aber ihm ist das Tempo auch ein bisschen zu schnell. Da ist auch das, er kommt mit deiner Geschwindigkeit nicht hinterher. Er kommt da nicht nach. Weil er mehr so in dieser Slow Motion unterwegs ist. Und du bist aber jemand so, boom, bam, alles klar, ich habe hier die Lösung, ich mache das und boom, alles klar, das und das und das und das. Ne? Du bist hier bestens organisiert und kriegst das alles hier mal komplett gewuppt. Dein Gegenüber, sag jetzt mal eher, nicht so ganz. Ne? Zeigt es dir oder hat es dir nicht immer gezeigt? Und das ist ein großes Thema. Und da denkt er sich, oh mein Gott, vielleicht bin ich jetzt wirklich da komplett wie ein kleines Kind, dann auch, dass sie mich oder dass er mich sieht. Und das ist ein großes Thema, was ihn immer wieder zurückzieht. Das ist das, was er dir verheimlicht hat. Aber nach dieser Legung sehe ich, dein Gegenüber möchte mit dir darüber reden. Er möchte sich dir auch offenbaren. Er hängt gerade noch ein bisschen fest. Ne? Da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe drin, dass es hier weiter vorwärts geht. Und weil du hättest hier auch komplett die Ölung dafür, ne? Du sagst, okay, sprühe mal das und das hier rein und wusch im Getriebe, da kommt wieder, es flutscht dann wieder, ne? Ja. Aber hier heißt es auch, sein Gegenüber auch mal selber denken lassen, selber wirken lassen und selber seinen Bereich machen lassen. Er wird wieder kommen, er wird auf dich zukommen. Es dauert hier einfach noch ein bisschen, weil wie gesagt, die Slow Motion ist hier so sein Favorit, ne? Ja, weil er sieht das mehr so dieses Problematische. Er sieht das alles, er ist so der Pessimist. Das klappt nicht und das kann ich nicht. Und da warte ich erst nochmal. Ich denke noch 1 bis 10, 20, 30 Mal drüber nach. Schlaf noch mindestens 50 Mal drüber, so in der Richtung. So sehe ich es hier leider, weil ich sehr viel dieses Langsame auch habe. Dein Gegenüber weiß, mit dir das einzugehen, das ist das größte Geschenk für ihn. Das ist seine größte Wunscherfüllung. Du hast alles, eine Einheit mit dir und mit ihm. Die Liebe zu dir, da ist er komplett treu, absolut. Was die Liebe betrifft, da passt nichts anderes rein. Und das hat er dir auch nie richtig so gesagt, wie es wirklich ist. Für ihn ist eine Beziehung mit dir, dieses Feste, eine ganz große Veränderung, weil wenn, der will dich nie wieder gehen lassen. Und das ist das Geheimnis, was er hat, was er dir verheimlicht. Und das ist deine Unsicherheit, weil das, was er dir immer gezeigt hat, das ist nicht das, was hier wirklich auch gewesen ist, ne? Was da wirklich in seinem Herzen vor sich geht. Und das ist das ganz große Thema. Wie gesagt, du bist für ihn, du bist die größte Veränderung seines Lebens. Das ist ein Neuland, was er jetzt hier betreten hat. Und so intensiv hat er noch nie gespürt. Wollte es aber auch nie zulassen, ne? Verkriecht sich er immer wieder gerne. So, und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch bekommen, wie es denn hier weitergeht. Also, von dem weiteren Verlauf haben wir schon den Pagen. Und der Page deutet hier auch an, dass da wirklich die Einladung kommt. Und er will diesen Neuanfang. Also hier geht es wirklich um einen Neuanfang. Also wenn ihr schon mal in einer Beziehung seid, wird es hier auf jeden Fall einen Neuanfang geben. Egal, ob er dich jetzt sich zurückgezogen hat oder egal, wie lange es auch her ist, weil ich hier die Vergangenheit sehr weit liegen habe, ne? Es ist so, dass dein Gegenüber wirklich den Neuanfang mit dir möchte. Und da wird ihn auch der Enthusiasmus auch richtig greifen. Und ja, da wird er auch sich selbst immer wieder mutmachende Worte sagen. Ne? Dieses, ich schaffe das und ja, da rufe ich jetzt an und ich lade sie ein und jetzt, okay, gehe ich in die Vollen und da fahren wir weg und ich lade sie ein, Wellnesswochenende oder whatever. Also da, so sehe ich dann Gegenüber hier. Ne? Und der wird definitiv die Gelegenheit nutzen. Raus aus der Starre, raus aus der Verzögerung. Dieses Phlegmatische legt er komplett ab. Da kommt wirklich Bewegung rein. Also, ja, da sage ich, also da kannst du dich auf jeden Fall freuen. Es ist dann auch ein bisschen putzig, auch vielleicht teilweise, wie diese Euphorie dann auch von ihm ist, dass er sich ein bisschen auch vielleicht überschlägt. Ne? Das ist aber seine Unsicherheit, ein bisschen hier zu überspielen.
So, ah, jetzt haben wir nochmal einen Pagen. Also zweimal den Pagen und jetzt haben wir nochmal den Pagen der Münzen. Einladung, also wie hier nochmal Einladung, Einladung. Also die Einladung ist ja auf jeden Fall garantiert. Und hier wird es auch ins Vertrauen gehen, dein Gegenüber möchte dir das Vertrauen auch geben und zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Es geht in den Aufbruch, in eine, ja, die Reise beginnt, sage ich jetzt mal. Ne? Und er legt es auch ab, dass immer wieder die Angst hat zu scheitern, raus aus dem Stillstand nochmals. Und er wird die Chance definitiv ergreifen. Aus der schwierigen Zeit wird es rausgehen. Und er wird die Chance ergreifen und wird auf dich zukommen. Also das auf dich zukommen ist hier nach dieser Kollektivlegung, ja, auf jeden Fall garantiert. Weil er weiß, okay, du oder keine, definitiv. So ist es. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Auf jeden Fall. Also da, ich von der Energie, wie ich dein Gegenüber jetzt hier spüre, gut, wir sind hier im Kollektiv, aber von dieser Legung, wie ich das so spüre, ist er wirklich so dieses, er rennt dann auch zu Hause rum, ah nein, und das ist doof, und nein, und das kann ich nicht, und dann fällt ihm was rum, dann stolpert er vielleicht oder stößt sich dann an der Ecke vom Tisch oder so, und dann, ne? Und dann dieses Wehleidige und dieses Hin und Her, dieses Unruhige habe ich sehr stark bei ihm auch liegen, ne? Ja, und dieses, dann sitzt er vielleicht auf der Couch oder liegt im Bett oder so, sagt, okay, und jetzt, alles klar. Nein, 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 ich will da irgendwie eine Lösung finden, und ich will, das geht doch gar nicht mehr so, ich will da raus, ne? Und dieses Schwankende hin und her und hin und her. Ne? Also wenn du bei deinem Gegenüber blaue Flecken siehst, dann weißt du Bescheid, warum. Ne? Hat er sich da ja, oder wenn du offene Schuhe, wenn hier jemand trägt und du siehst eine komplett blaue Fußzehe, dann weißt du, der ist hier gegen irgendeine Kante gedonnert, weil er wieder total hektisch dann bei sich zu Hause rumgedüst ist. Ne? Ja, wie er ihn hier am besten und am schnellsten eine Lösung findet. Und dann ist aber wieder so dieses, aua, hat mich gestoßen, so in eine Richtung. Ach nee, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann so wieder dieses, okay, dann schlafe ich wieder ein paar Mal, mehrmals drüber. Und dann kommt wieder diese Ruhe rein. Ne? So dieses hin und her, ne? Diese Disbalance habe ich hier. Ach, ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen das Allerbeste. Alles Liebe, fühlt euch umarmt und danke fürs Zusehen. Tschüss!